Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Silent Hill 2. Wir machen im Hotel im zweiten Stock weiter und dabei ist der altbekannte Yisuanji, denn jemand hat mir gesagt, wir kommen zum Ende dieses Spiels und ja, ich weiß nicht, ich finde, das sollten wir zusammen genießen. Wir haben das Projekt ja auch zusammen angefangen, glaube ich. Haben wir? Erstmal schönen guten Abend, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren und Twitter und transgeschlechtliche Spezies. Hey, du bist kreativ. Und wir haben ein Standbild. Ich denke, das geht gleich wieder weg. Ich hoffe es. James, danke. Kaum guckt man ihn böse an, schon macht er, was er sagt. Was er machen soll. Das Schloss ist wohl kaputt. Wie sieht's hier aus? Ah, da geht's natürlich rein. Da, wo Stuff Only steht. Da geht es rein. Wo guckst du hin? Ah, Patronen. Also wie man merkt, wir werden mit Schrotpatronen und allgemeinen Patronen gefüttert. Ich weiß nicht, ob ich das für gut heißen soll. Ah, da liegt noch ein Verbandskasten. Ach, den kriegt er nur von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Dachte ich mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll, dass wir hier mit so Zeug gefüttert werden. Das ist die Vorbereitung. Die Ruhe vor dem Sturm. Wieso fragt mich eigentlich keiner, ob es stürmen darf? Ich glaube, sobald wir Silent Hill beendet haben, haben wir... Oh, wir haben was gefunden. Ein Koffer. Haben wir... Die Aktentasche ist verschlossen. Okay, wir merken uns, hier ist eine Aktentasche, die verschlossen ist. Wir haben echt viel technische Probleme. Also ich hatte vor allem technische Probleme mit Silent Hill, wie man ja auch gerade wieder sieht. Silent Hill meinte halt einfach mal eben ein Standbild haben zu müssen und dachte halt mal eben so, ach ja, hey, ich habe einfach jetzt keine Lust mehr und die Olle nimmt mich schon wieder auf und jetzt will ich nicht mehr. Und jetzt mache ich mal ein Standbild so für ein paar Sekunden und ärgere sie mal ein bisschen. Und ja klar, solche Standbilder, die sind auch immer sehr standhaft. Leider. Mein Recht mit Monstern. Doch, hier sind keine Monster. Das ist... Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher gelesen. Keines von ihnen hat mir jeweils was genützt. Dann liest du es halt nicht. Dann würde ich sagen, nimmst du einfach mal die Flasche. Ich habe einen Gesundheitstrick. Hey, echt? Ja, was ist daneben? Daneben liegt so ein Ding. Na gut, ja nicht. Was haben wir hier? Moment mal. Wieso bist du da gerade so drauf gestarrt? Das ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Und hier liegen Patronen, neben den Büchern. Es sind Schrotpatronen. Mein Gott. Das trifft sich ja gut, Schrotpatronen. Ich habe ja in deinen letzten Teil mal reingeschaut. Hast du ja ein bisschen, wie soll ich sagen, verschwindet. Naja, was ist verschwindet jetzt nicht direkt? Die du Dinger hast dreimal in ein totes Viech reingeballert. Ja, das ist ja was anderes. Also, ja, das ist Verschwendung. Ja, ich nehme jetzt die Pistole, weil, wenn man mal so kurz in die Statistik guckt, Statistik gleich mein Inventar, sobald der Blackscreen weg ist. Silent Hill, wenn du, danke, mich hassen tust, dann tu das doch bitte anständig. Ich habe 362 Patronen für die Pistole, 138 für die Schrotpatrone und 20 für das Gewehr. Okay. Und ich habe noch mein großes Messer vom Pyramidenkopf. Also von daher... Wenn da so kleine Krabbelviecher kommen, die kriege ich nicht anders weg. Hier liegen noch mehr Patronen. Okay, cool. Was ist das hier? Ein Bild. Ein Bild dieses Hotels! Nein! Doch? Nein! Ja doch. Okay. Würdest du jetzt aufhören zu laggen und wieder noch ordentlich funktionieren? Komm schon. Hey! Ja,
Klitsch über den Boden. Leck mich doch, Santil. Leck mich doch. Das habt ihr nicht gehört. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Das hat sich nur so angehört. Ah, jetzt geht's wieder. Wunderschön. Da habe ich schon probiert. Ja. Wir gucken auf die Karte. Wo waren wir schon überall? Hier war noch nicht in der Toilette. Männerklo ist kaputt. Damenklo auch kaputt. Aber da geht's lang. Yay! Siehst du? Ja. Oh, du bist doch da. Ich habe schon Angst alleine. Und vor allem nicht... Hier sind Viecher. Wo bist du? Ich will dich abknallen. Da ist es. Das war schon wieder so ein großes. Da musst du drauf mit der Pistole, weil das geht nicht anders. Das war der ehemalige Endboss hier. Der mal Endboss war. Aber halt, ein toter Endboss. Ach, du weißt schon. Das Schloss ist wohl kaputt. Ja, das ist Silent Hill. 8 Wände, 64 Türen, 2 davon sind offen. Wie komme ich eigentlich auf 8 Wände? Gibt es Räume mit 8 Wänden? Ja, klar. Wenn sie achteckig sind? Nee, warte mal. Ich rechne. Sie ist abgeschlossen. Na, immerhin mal ein anderer Text. Sie ist abgeschlossen. Und? Die ist kaputt. Okay, merken wir uns. Hier haben wir 2 abgeschlossene Türen. In den Rest kommen wir nicht rein. Aber das ist doch in jedem Silent Hill so, oder? Die haben nur immer den Satz geändert. In Silent Hill 5 war es, glaube ich, das Schloss ist anscheinend defekt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ist doch in jedem Silent Hill. Ja. 1000 Türen und einig drauf. Dann gehen wir halt noch eine Treppe weiter hoch. Ach komm schon. Die Treppe ist anscheinend defekt. Sie ist abgeschlossen. Gut, wir laufen nicht eine Treppe weiter hoch. Dann gehen wir wieder runter. Oder wir gehen über die Lobby-Treppe. Warte mal, mal gucken. Ach nee, das wäre genauso Bullshit. Weil, ja. Aber da könnte ich da lang. Geht's da rein? Ja, da geht's rein. Hey. Da steht natürlich ein Gesundheitstrink. Ich dachte direkt ein Monster. Aber nee, ist nur ein Gesundheitstrink. Gesundheitstrink. Siehst du, ich habe einen Gesundheitstrink. Hast du auch einen Gesundheitstrink? Nee, hast du nicht. Haha. Nee, ich habe Gesundheitspillen. Oh, Silent Hill, hör auf jetzt. Sei ein Liebesspiel und, ne, und so. Jetzt sei endlich ein Lieb... Oh, es ist echt unglaublich. Also wenn ich das Projekt hinter mir habe, mache ich technisch 3 Kreuze. Ganz im Ernst. Und weil Silent Hill trotzt, werde ich jetzt in mein Armbrot beißen. Ha. Hm. Mibu? Jisu! Oh, what a fail. Ah, epic fail. Fühle ich mich persönlich gekränkt. Nicht? Ich dachte, ich wäre unverwechselbar. Ja, bist du ja auch. Oh nein, es ging. Jetzt habe ich wieder was... Du hasst mich, oder? Ich meine, nicht mal Left 4 Dead leckt beim Aufnehmen. Ich kann es nur noch mal sagen. Augen auf bei der Projektwahl, ne? Ne, am Anfang hat es ja auch... Auf einmal leckt es. Es ist sowieso so ein Hill 2 angefangen. Hey, ich kann das Spiel speichern. Also Leute, wir machen hier einen Cut. Und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssen. Ciao. Na komm, wir prüfen schneller so. Bis dahin. Ciao. Erstes Problem gelöst.